Jo, guten Morgen. Wenn ich ein bisschen verschlafen aussehe, liegt es daran, dass es gerade 8:39 Uhr ist, und zwar der 30.01.2011. Ein ziemlich langes Wochenende steckt jetzt in den letzten Zügen. Ich will jetzt nochmal arbeiten gehen, aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich habe eigentlich keinen Bock. Mir vorhin ist mir so auf Toilette, als ich da so gemütlich gesessen habe, mir klar geworden, jo, eigentlich hast du keine Zeit. Habe nochmal nachgedacht, was ich unter der Woche machen muss, außer lernen, weil das wird mir auf jeden Fall viel Zeit rauben. Ich muss den ganzen Krempel noch wegbringen. Immer noch nicht, ja, ich weiß, ich bin voll lahm und so weiter, aber ganz ehrlich, ich habe lieber dieses Wochenende Geld verdient. Ich habe jetzt Freitag, Samstag gearbeitet, habe ungefähr 400 Ocken zusammengekriegt in den 2 Tagen. Mal gucken, wenn es heute gut wird, dann bleibe ich ein bisschen länger, weil ich brauche halt die Moneros, ne? Aber ich denke mal, wenn es schlecht wird, werde ich auf jeden Fall irgendwie um 14 Uhr gehen, dann packe ich lieber meine Sachen. Ich habe gestern schon mal angefangen, meine Koffer zu packen. Ich denke mal, ich werde Montag noch so einen halben, ich mache noch Dinge und schmeiße aus dem Fenster Tag machen. Ganz einfach aus dem Grund, ich muss den Krempel loswerden und so weiter. Das stört mich hier alles nur, ich muss das fertig kriegen. Ich werde am Montag nach meiner Prüfung, muss ich ja die Wohnung hier noch abgeben und so weiter. Und ich glaube nicht, dass ich dann Bock habe, hier noch groß rumzuräumen. Dann muss ich ja meinen Freunden, die noch 2 Kisten oder 3 für mich aufbewahren, muss ich den Krempel ja auch noch bringen. Und dann muss ich mal schauen. Insgesamt, ja, wie ihr seht, ich bin total müde, abgefuckt. Ich habe gestern 10 Stunden gearbeitet, ich habe am Freitag 10 Stunden gearbeitet. Ich werde heute eventuell 8 Stunden arbeiten gehen, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht dran, weil ich werde wahrscheinlich früher fahren und dann halt später wiederkommen und den Scheiß abbauen da. So sehe ich übrigens normalerweise aus, wenn ich dann halt arbeiten gehe. Ob das jetzt Schnieke ist oder nicht, das könnt ihr selber entscheiden, das ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich mache das eigentlich nur, weil, ganz ehrlich, ich habe einfach keine Hose, wo der Hosenbund noch richtig passt. Ich habe nur solche abgefuckten, ausgefransten Hosen. Das sieht aus, als wenn ich gerade irgendwie mich vom Hauptbahnhof oder so mit den Leuten nicht unterhalten hätte. Fehlt nur noch das Oettinger oder das Sternburger aus meiner Region. Das hat Sternburger eher so das Bier. Und dann fängt man noch ein bisschen an zu lallen und dann geht es noch so und dann redet man komisch und setzt komische Kunstpausen an Stellen, die man eigentlich nicht erwarten kann. Nein, keine Sorge, ich habe kein Problem mit dem Reden. Ich habe auch gerade schon wieder Koffein getrunken. Scheiße. Und ja, also ich bin auf jeden Fall, man sieht es ja, ne, müde und so weiter. Am liebsten würde ich mich eigentlich erschießen, aber na, was soll man machen? Ne? Schießen ist ein bisschen blöd, dann kann ich den nächsten Tag nicht erleben und dann wäre das alles umsonst gewesen. Ich freue mich irgendwie auf Brasilien, bin aber andererseits momentan auch ziemlich innerlich in Unruhe, sagen wir mal so. Habe heute Nacht irgendwie um 3 Uhr nachts eine SMS von meiner Freundin gekriegt, wo ich im Halbschlaf mich gefragt habe, eben gestern Abend oder heute Nacht, so, hä? Hä? Das Geile daran ist, als ich sie heute Morgen dann gelesen habe, habe ich dann gedacht, so, hä? Hä? Aber, naja, vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd dazu oder zu müde. Oder beides. An dieser Stelle möchte ich noch kurz meine Eltern grüßen. Ja, mir geht es noch gut, ich lebe noch und ja. Ich denke mal, ich werde die nächsten Tage mal wieder was hochladen. Ich muss auf jeden Fall, bevor ich nach Brasilien fliege, noch die ganzen Videos, die ich so habe, hochladen. Werde die ganzen Schnitte und so weiter eher in Brasilien machen, weil dafür habe ich momentan halt keine Zeit. Das heißt halt, auf YouTube werden momentan nur die ganzheitlichen Videos hochgeladen, weil ich nehme ja die meisten Videos, die ich halt habe, nehme ich halt am Stück auf. Macht sich einfach besser. Vor allen Dingen kann ich auf dem Computer sehen, wie lange ich jetzt schon rede, weil ich habe da so einen, wie gesagt, einen Audio-Mitschnitt noch sicherheitshalber mit laufen. Ansonsten nicht neuet. Ich muss gleich arbeiten gehen, meinen Kollegen abholen, habe nichts mehr zu fratzen. Hier sieht's aus wie hingeschissen und hingekotzt. Aber naja, es wird schon werden. Also ich kriege das schon irgendwie hingebogen und dann kicken wir mal. Und ich denke mal, nach dem 8. oder so werde ich dann die ganzen Sachen, wie zum Beispiel die Reise nach Frankfurt, ein bisschen zusammenschneiden oder wie mein Campus aussieht und so weiter und so fort. Werde euch natürlich trotzdem nicht verraten, wo das ist, aber im Endeffekt Leute, die ein bisschen Grips am Hirn haben, beziehungsweise die aus der Region kennen oder selber sogar auf den Campus gehen, werden das dann sehen. Und ja, ansonsten arrivederci, ciao, ciao. Und ich sag mir wieder ad prossima und auf Wiedersehen. Es wird nicht schöner, ich weiß.